Eine folgenreiche Entscheidung hatte ein junger deutscher U-Boot-Kommandant nach der rechtmäßigen Torpedierung eines britischen Kriegsschiffes zu treffen. Als der kommandierende Offizier Werner Hartenstein von Überlebenden der Laconi erfuhr, dass sich unter den im Wasser treibenden Menschen auch Frauen und Kinder befanden, leitete er umgehend eine Rettung aller schiffbrüchigen Menschen ein. Dabei machte er keinen Unterschied, ob es sich um Frauen, Kinder, Verbündete oder feindliche Soldaten handelte. Karl Dönitz unterstützte diese Rettungsaktion und schickte weitere 3 U-Boote. Hartenstein sendete einen unverschlüsselten Hilferuf an alle feindlichen Schiffe und garantierte, sie nicht anzugreifen. Die U-Boote waren mit schiffbrüchigen Menschen übersät und Rettungsboote befanden sich im Schlepptau. Doch als US-Bomber den Ort erreichten, hatten sie Befehl, die U-Boote mitsamt der Frauen und Kinder zu bombardieren. Durch einschlagende Bomben werden viele schiffbrüchige Menschen getötet. Trotzdem wurde die Rettung auf Befehl von Dönitz fortgesetzt. Später stellte sich heraus, dass die Bombardierung ein eindeutiges Kriegsverbrechen darstellte. Doch kam es nie zu einer Anklage oder Verurteilung. Karl Dönitz musste sich vor den Nürnberger Prozessen für ein Kriegsverbrechen verantworten. Erst als ein Admiral der US Navy für ihn aussagte, wurde diese Anklage von ihm fallen gelassen. Was sich im Atlantik im Jahre 1942 zugetragen hat und warum dieser Vorfall jahrzehntelang nicht beachtet und erst durch